Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich hier auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie hier? Ich mache hier Blindverkostung auf meinem Kanal und wie bewerte ich sie? Ist ja ganz einfach, was wäre ich bereit für eine Flasche zu zahlen? Dann löse ich auf und dann, voilà, werde ich sehen, was ich eigentlich im Glas hatte. Ja, wie sind so die Spielregeln? Ich habe hier 70 verschiedene Whiskys und jetzt suche ich mir eine aus. Das ist die an der Flasche Nummer 13. Das heißt eher 13. Position. Hier hinter ist eine Zahl. Diese Zahl sagt erst aus, was das hier für ein Whisky ist. Ja, dann werde ich so noch ein bisschen nebenbei so Sachen sagen, wie alt er sein könnte, Alkoholgehalt, was es ist, ob es ein Blend, ob es ein Malt, Grain und so weiter ist. So, das reicht. Ja, und dann schaue ich mal, was ich so im Glas habe. So. Trockene Früchte. Leichte Tabaknoten. Ich finde, vom Geruch her ist er sehr voll, rund. Er hat diese, ich bin gerade überlegen, welche Trockenfrüchte könnten das sein? Ja, hat schon was Rosiniges, aber nicht ganz so rosinig. So eher wie eingelegte Rosinen, die etwas schon länger eingelegt sind. Schöne, dunkle Süße von dunklen, trockenen Früchten, aber ein Potpourri mehr. Nase. Alkohol spüre ich kaum. Also doch, ich spüre ihn, aber ich würde ihn auf 40 Volumenprozent schätzen. Aber ich glaube, er hat mehr. Dann wäre er aber auch verdammt gut eingebunden. Aber das macht auch, wenn man schwerere Aromen hat, dann sind auch die Alkoholnoten in der Regel wesentlich gedämpfter. Ja, also der verspricht schon einiges. Also ich glaube schon, dass das ein guter Whisky ist. Bin gerade überlegen, ob das ein Bourbon sein kann. Ja. Hat auf jeden Fall diese Süße und diese, wie soll ich das so sagen? Also so eine gewisse doch volles Aroma, ja, das, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich werde jetzt erstmal einen Schluck nehmen und dann werde ich mal gucken, welche Tendenz ich dahin gehe. Aber ja, ist noch echt weitreichend. Hat aber keine Klebstoffnoten. Na, ich würde eher auf den Malt tippen. Rund voll, direkt präsent gewesen, rund voll. Schöne, runde Schokoladennoten, Trockenfrüchtenoten. Wirklich sehr, sehr schön. Ich bild mir jetzt ein, er hat auch hinten ein bisschen vielleicht leicht rauchigen Touch, aber mehr auch nicht, ja? Ob das ein rauchiger Whisky ist, glaube ich jetzt nicht, nein. Aber ich bilde es mir jetzt so ein bisschen ein. Aber wenn, dann hätte er nur leicht Rauch, also. Also ein Blend ist er nicht. Also es ist ein Single Malt. Ich glaube, das ist ein 15 Jahre alter Single Malt Whisky. Also vom Geschmack her, er hat wirklich Transitionen drin gehabt. War wirklich schön. Ich muss mich jetzt noch mal einmal richtig konzentrieren. Vielleicht einen Schluck Wasser nehmen. Also ich würde ihn jetzt übrigens auf doch 46 Volumenprozent schätzen.
Ah, der Aroma ist super. Hat mir ein bisschen wenig genommen. Super gut. Also diese Präsenz von dieser dunklen Schokolade schiebt sich wirklich rüber. Und dann kommen so leichte Aspekte nochmal von Tabak dazu. Dann diese Trockenfruchtaromen kommen auch noch dazu. Alles relativ intensiv. Was wäre ich bereit für so einen Whisky auszugeben? Also ich glaube, der Whisky, der gefällt mir. 15 Jahre alt, schätze ich, Single Malt. 55 Euro. Ja, das wäre ich bereit. Er hat, sagen wir mal, so. Kleinen Touch fehlt mir vielleicht noch für eine 60, aber wirklich ein schöner, leckerer Whisky. Ups, das war knapp, der wäre beinahe runtergefallen, das Glas. So, dann wollen wir auflösen. Jetzt werde ich wissen, was das für eine Nummer ist. So, er ist relativ dunkel. Es ist die Nummer 20. Von der Farbe her könnte es ein Bourbon sein. Yeah, dann hätte ich mich wahrscheinlich preislich daneben gehauen. Gut, aber ihr wisst es ja schon. Ihr seht es ja in der Kanalbeschreibung. Ich sehe es nicht. Ich werde es jetzt gleich wissen. 19 und es ist der Glendronach 15 Jahre Revival 70 Euro. 70 Euro, das dritte Mal in meinem Programm. Ei, 70 Euro, da ist er, der Revival. Ach, der Revival. Das letzte Mal vor circa dreiviertel Jahr in meinem Programm gehabt. Das letzte Mal, er fliegt raus. Yeah! Das heißt, ich werde hier wieder nächstes Mal werde ich, nicht nächstes Mal, aber in den nächsten Videos, da werde ich dann wieder drei Whiskys hier vorstellen. Dann könnt ihr aussuchen, welcher der anstatt der Revival dann in meinem Programm aufgenommen wird. Ja, 46 Volumenprozent, 15 Jahre alt, also das stimmte schon mal beides. Ja, gut, Preis 70 Euro kann man natürlich so sehen, wie man sehen will. Ach ja, hier steht's, ich habe die Flasche für 60 Euro im Angebot bekommen, weil ich habe richtig lange gewartet, bis ich diesen ein bisschen günstiger bekommen habe. Ich weiß nicht, wie die Preise heutzutage sind. Also keine Ahnung, kann sein, dass es jetzt viel, viel höher ist. Genau, gut. Glendronach Revival, Produktionsende von 2015 in der Brennerei, Sortiment zurückgenommen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wurde die Reifung nicht in Oloroso, sondern PX-Sherry-Fässern verwendet. Ganz genau. Und ich habe hier auch hier auf meinem Kanal mal ein Vertical Tasting gemacht zwischen dem Revival und dem, ich glaube, es war der Vorgänger. Jemand hat mir gesagt, nein, nein, das ist noch der Vorvorgänger gewesen. Keine Ahnung, ja. Ich dachte, es wäre der Vorgänger auf jeden Fall von dem Älteren, also ein Vorgänger von dem. Und das fand ich ganz interessant. Und ich fand den hier besser als den davor. Also da haben sie eine Quatschschippe draufgelegt. Ja, dass ich jetzt 55 Euro gesagt habe und der 70 Euro, naja, ich glaube, das ist okay. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Whisky. Hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht, den jetzt hier heute zu trinken. Und es ist natürlich auch so, dass ich Tagesform ein bisschen abhängig bin natürlich. Vielleicht bin ich heute nicht ganz so für diese extrem teuren Whiskys so empfänglich, ja. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich mache hier Blindverkostung und es ist einfach nur meine völlig, ja, ungefilterte Meinung, die ich hier über diesen Whisky sage. Gut, das war's dann von Blind Whisky. Ich hoffe, euch hat das Whisky-Video Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss.